Beginne ich mit der Veranstaltung. Ich darf Sie ganz herzlich im Namen der Thomas-Dieter-Stiftung und der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit begrüßen. Mein Name ist Ferdinand Knapp. Ich bin Programmmanager dieser Stiftung und sitze hier gerade in Regensburg. Die Thomas-Dieter-Stiftung ist das liberale Bildungswerk in Bayern und bietet zu verschiedenen Themen politische Erwachsenenbildung an. Dabei reichen die Themen von Menschenrechten, Digitalisierung, aktuellen politischen Konflikten bis hin zur Außen- wie Innenpolitik und auch Bildungspolitik. Das heutige Thema verschmilzt einige Themen, denn wenn wir über die Erinnerungskultur bezüglich des DDR-Regimes sprechen, dann reden wir nicht nur über Bildungspolitik, sondern eben auch über Menschenrechte und auch über Innenpolitik. Ja, heute feiern wir 30 Jahre der deutsch-deutschen Einheit. Für jemanden in meinem Alter, Jahrgang 94, war ein geeintes Deutschland immer schon eine Selbstverständlichkeit. Von den Verhältnissen vor dem Fall der Mauer wissen Menschen in meinem Alter nur von Zeitzeugen, aus dem Geschichtsunterricht oder etwa bei dem Besuch des Berliner Mauermuseums. Ich würde mir jetzt anmaßen zu behaupten, dass von allen Referenten heute hier meine Schulzeit die kürzeste Zeit zurückliegt und ich erinnere mich noch gut an den Geschichtsunterricht. Natürlich wurde die DDR behandelt und fast jeder Deutsche weiß von der Berliner Mauer, von Mauertoten oder von der Misswirtschaft der DDR. Doch Mauertote und Misswirtschaft sind nur die Spitze des Eisberges. Wer sich nicht explizit mit der DDR beschäftigt, weiß vermutlich nicht von sogenannten Umerziehungslagern, in welchen Kindern, welche die sozialistische Ideologie nicht teilten, charakterlich gebrochen wurden. Oder von Kindern, welche den Eltern weggenommen wurden, da diese nicht sozialistisch genug waren oder vielleicht eine Flucht geplant oder sogar erfolglos ausgeführt hatten. Es gibt Fälle von Eltern, die heute noch ihre Kinder suchen, welche ihnen zu Zeiten der DDR weggenommen wurden. Auch nicht jedem sind die Waffenexporte der DDR oder medizinische Versuchsreihen an Patienten bekannt, die die DDR ausübte, um irgendwie in ihren letzten Jahren noch an Geld zu kommen. Es stellt sich die berechtigte Frage, ob die DDR und die Erinnerungskultur an das sozialistische Regime genug in der Schule behandelt werden. Zu diesem Thema freue ich mich sehr, jemanden heute zu begrüßen zu dürfen, der selbst Opfer dieses sozialistischen Regimes war, nämlich Hans-Helmut Rösler. Sie sind nicht nur Mitbegründer der Thomas-Dieter-Stiftung, Sie sind auch Zeitzeuge der DDR und stellten sich mutig gegen die übermächtige SED in den ersten Jahren. Sie wurden 1948 vom KGB verurteilt und saßen fast 10 Jahre im Gefängnis. Auf Bestreben von Hans-Dietrich Genscher und dem Namensgeber unserer Stiftung, Thomas Dehler, wurden sie schließlich 1957 befreit. Lieber Professor Dr. Peter Höris, Sie sind Inhaber des Lehrstuhls für neueste Geschichte der Universität Würzburg. Zu Ihren Forschungsschwerpunkten gehören Kultur- und Ideengeschichte, internationale Geschichte und Mediengeschichte. Darüber hinaus beschäftigen Sie sich intensiv mit dem Thema Vergangenheitsbewältigung. Sie leiten das BMZ-Projekt nach der Diktatur, Instrumente der Aufarbeitung autoritärer Systeme im internationalen Vergleich. Guten Und Abend. starten werden wir jetzt gleich mit einem Impulsvortrag von Matthias Fischbach. Lieber Fischbach, Sie sind Abgeordneter im Bayerischen Landtag und dort parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion sowie Mitglied im Ausschuss für Kultur und Bildung. Außerdem sind Sie Altstipendiat der Friedrich-Naumann-Stiftung. Damit übergebe ich jetzt an Herrn Fischbach. Ja, vielen Dank, Herr Knapp, und auch von meiner Seite herzlich willkommen an alle Zuschauer. Das Thema heute bewegt uns jetzt schon eigentlich das ganze Jahr, weil 30 Jahre Ende der DDR und dieser ganze Prozess ja auch uns alle begleitet hat in dieser Zeit und immer wieder auch Events waren, wo man sich erinnert. Und es gibt einen Jahrestag, der jetzt nicht mit diesen 30 Jahren zu tun hat, aber eben mit dem Unrecht im DDR-Regime, nämlich dem 17. Juni 1953, wo ein Aufstand niedergeschlagen worden ist, ein Volksaufstand. War lange Zeit auch ein großer Erinnerungstag in Deutschland, ist aber etwas in Vergessenheit geraten. Und wir haben deshalb im Bayerischen Landtag dieses Jahr eine Initiative eben an diesem Tag gestartet, einen Dringlichkeitsantrag, um die Erinnerungskultur in Bayern zu stärken. Und das heißt, wir haben uns im Vorfeld damit beschäftigt, wie wird das eigentlich in den Lehrplänen wiedergegeben? Also Herr Knapp hat es ja angedeutet, man hat so oberflächliches Wissen. Wichtige Events sind bekannt, man kriegt eine Staatsstruktur dargestellt, aber was uns eigentlich gefehlt hat, ist so dieser Effekt, was bedeutet eigentlich so ein Regime, was bedeutet eigentlich so ein autoritärer Staat, was macht der mit den Menschen wirklich? Also diese menschliche Komponente, und deswegen freut es mich auch, dass wir heute mit dem Herrn Hans Rösler einen Zeitzeugen dort haben hier, der diese menschliche Komponente wiedergeben kann und der uns vielleicht auch helfen kann, in der Politik noch besser zu verstehen, was wir nachschärfen sollten, also gerade in der Bildungspolitik, aber auch eigentlich übergreifend, was können wir machen, um eine bessere Erinnerungskultur in Bayern zu erreichen, an die Zeit in der DDR, auch in Deutschland gesamt. Was können wir machen, um das ganze Unrecht in der DDR auch besser aufzuarbeiten? Es ist ja auch so, dass in Ostdeutschland auch von
manchen Parteien inzwischen im Westen das immer noch schwierig ist zu sagen, dass die DDR ein Unrechtsstaat war, was für die Betroffenen, für die Opfer natürlich immer wieder auch schwer ist, das überhaupt zu akzeptieren. Deswegen ist aus meiner Sicht noch einiges nötig an Aufarbeitung und an Aufklärungsarbeit. Und es ist aus meiner Sicht eben auch entscheidend, das gerade bei den jungen Menschen anzusetzen. Also wir haben damals am 17. Juni hier im Bayerischen Landtag beantragt, eben eine Spezifizierung der Lehrpläne nochmal auf diese Thematik, wie können wir das verständlich machen, was eigentlich dieses Unrecht bedeutet hat. Also auch, was bedeutet ein sozialistischer Staat? Nicht nur die Überwachung, sondern auch ein sozialistisches Wirtschaftssystem. Was bedeutet das für die Menschen, für die Lethargie, die eigentlich damit verbunden ist, weil man gar keine Aufstiegschancen mehr hat, weil eigentlich die Parteimitgliedschaft manchmal schon das vorwegnimmt, was man überhaupt dann später werden kann. Also viele Punkte, die wahrscheinlich nochmal etwas anders dargestellt werden können. Jedenfalls haben wir dazu einen Prüfauftrag vorgesehen gehabt in unserem Antrag und wir haben des Weiteren überlegt, was können wir machen mit Zeugnisorten, wie können wir Erinnerungen zum Beispiel von Fluchtereignissen aus der DDR nach Bayern, nach Deutschland, nach Westdeutschland an den Orten auch so erlebbar darstellen, dass da eine aktive Erinnerungskultur betrieben werden kann. Wir haben uns überlegt, was können wir noch machen, dass die Zeitzeugen auch stärker im Unterricht stattfinden. Also da haben wir auch gefordert, dass die Staatsregierung sich ein Konzept macht. Beispielsweise ist es ja inzwischen möglich, mit digitalen Möglichkeiten auch neben dem persönlichen Bericht, neben dem in eine Klasse kommen eines Zeitzeugens ja auch vielleicht mal mit neuen Instrumenten auch das aufzuzeichnen, wie das für die Menschen damals war. Also von daher gibt es aus meiner Sicht durchaus Überarbeitungsbedarf für das Bildungssystem an dieser Stelle. Wir haben uns auch überlegt, dass wir in der Lehrerbildung weiter ansetzen können, eben diese Aspekte, die wir gerade geschildert hatten, noch etwas stärker herauszustellen und auch in der Erwachsenenbildung versuchen sollten, das Ganze präsenter zu halten. Also wir haben natürlich dieses Jahr relativ viel, was dort läuft. Auch die Landeszentrale für politische Bildung macht nach 30 Jahren Wiedervereinigung natürlich einen Schwerpunkt hier in diesem Bereich. Allerdings geht es für uns darum, dass wir das Ganze auch verstetigen können und dass wir auch darüber hinaus über die Ländergrenzen hinweg auch anknüpfen können, zum Beispiel mit Schülerfahrten zu Zeugnisorten oder Ähnlichem. Das war unser Ansinnen damals und leider wurde das im Bayerischen Landtag von den Regierungsfraktionen mehr oder weniger abgeschmettert. Also Ludwig Spänle, der ehemalige Kultusminister, hat dagegen gesprochen, hat gesagt, ja, das ist alles schön und gut, aber in Bayern gibt es schon relativ viel. Man hat zum Thema Zeugnisorte in Mödlareuth, das ist ein Ort an der Grenze zur ehemaligen DDR, der eben sehr gespalten war, eine große Gedenkstätte gemacht, beziehungsweise sehr viel Geld investiert. Man hat das im Prinzip alles in den Lehrplänen drin und auch in der Lehrerbildung. Und von dort her oder von diesem Punkt her gibt es einfach aus Sicht der CSU keinen Veränderungsbedarf. Mich würde es auch interessieren, wie das vom Historiker, von Herrn Professor Dr. Hörres gesehen wird. Was ist entscheidend zu vermitteln? Sie sind ja auch gerade mit autoritären Regimen befasst und der Art und Weise, wie man auch an diese Regime erinnern kann, wie auch der Übergang laufen kann, da haben wir ja viele Entwicklungen. Und ich glaube, das ist auch ganz entscheidend, nicht nur auf die Entwicklung in Deutschland isoliert zu schauen, sondern eigentlich auf das Ende der Sowjetherrschaft auch in ganz Osteuropa zu schauen, um auch ein bisschen ein besseres Verständnis zu bekommen, wie auch in Osteuropa vielleicht das immer noch nachwirkt, dieser Übergang aus dem damaligen Sowjetregime. Und in diesem Sinne möchte ich das eigentlich auch damit bewenden lassen. Das waren die Debattenpunkte, die wir bisher im Bayerischen Landtag haben. Und ich würde mir erhoffen von dem heutigen Gespräch, dass wir weitere Anregungen auch mitnehmen können, dass ich auch für meine Fraktion von Ihnen Punkte mitbekomme, wo könnte man nachschärfen und dass man natürlich auch nochmal ganz klar von Herrn Rösler das mitbekommt, wie eigentlich authentisch die Zeit damals war und was man auf jeden Fall als Lehrer aus dieser Geschichte ziehen muss. Herr Rösler hat ein sehr spannendes Leben hinter sich mit schwierigen Zeiten, eben gerade auch in der DDR. Herr Rösler, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich habe mir das eben aus den Zeitungsberichten, auch aus den Berichten, die Sie innerhalb der Partei gemacht haben, immer wieder auch zu Gemüte geführt. Sie waren ja auch in Gefangenschaft und wenn ich das richtig verstanden habe, hat Ihnen sogar die Todesstrafe gedroht. Es war mehr oder weniger ein Zufall, dass zu dieser Zeit das ausgesetzt war, dass Sie
das sozusagen überlebt haben. Mich würde es freuen, wenn Sie uns mal einen kurzen Abriss geben könnten, wie Sie diese Zeit in der DDR erlebt haben und wie es am Ende Ihnen gelungen ist, auch wieder aus der Gefangenschaft zu entkommen. Soll ich jetzt was sagen oder wer? Ja, das wäre sehr schön. Ja, also ich bin ja leider Gottes einer, der mehrere Zeitepochen miterlebt habe. Als Sudetendeutscher habe ich erst erlebt, wie eine existierende Demokratie, die Tschechoslowakische Republik, sich selber kaputt gemacht hat, auch durch die Diskriminierung von nationalen Minderheiten. Dann habe ich die Nazizeit erlebt und bin dann als Vertriebener in Thüringen gelandet und habe dann die Lehre aus meinen Erlebnissen als junger Mensch gezogen, dass ich in die Liberaldemokratische Partei am 2. Mai 1946 eingetreten bin, weil ich mir dachte, die wirkliche Alternative zu einer Diktatur und zur Unfreiheit ist eigentlich der liberale Gedanke, ohne dass ich damals den ganzen Gedankenkomplex des Liberalismus schon verstanden habe. Aber ich habe dann sehr bald erkannt, dass die Menschen nach einer Demokratie streben und dem ist auch die Besatzungsmacht pro forma entgegengekommen, indem sie zunächst so tat, als würde sie eine Demokratie in westlichen Vorstellungen entwickeln wollen. In Wirklichkeit aber haben sie natürlich vorbereitet eine Diktatur des Kommunismus, was dann in den ersten Jahren sehr bald auch deutlich geworden ist. Und wir haben uns dann als Liberale sowie auch Sozialdemokraten und Christlichdemokraten und andere gegen den Machtanspruch der Kommunisten gewandt. Es gab dann also auch unter bestimmten Behinderungen durch die Besatzungsmacht eine Art von freien Wahlen mit einem Abschneiden, sodass wir in Sachsen-Anhalt zum Beispiel einen liberalen Ministerpräsidenten bekamen und auch die demokratischen Parteien bekamen also hohe Stimmenanteile. Daraus hat dann die Besatzungsmacht und die Kommunisten sehr bald natürlich die Konsequenz gezogen und es gab dann die sogenannte Einheit der Arbeiterklasse, das heißt der Zusammenschluss von sozialdemokratischer Partei und kommunistischer Partei, wobei sich aufrechte Sozialdemokraten von Anfang an dagegen gewandt haben und dann auch später mit Liberalen und Christdemokraten zusammen in den Gefängnissen landet. Wir haben dann jeder auf seine Weise Widerstand geübt, immer in dem Glauben, es würde uns nichts passieren, dass wir vielleicht schlauer sind als die Kommunisten und die NKWD. Das war natürlich ein Fehler. Im Jahre 48 gab es dann reihenweise Verhaftungen. Die Jugendreferenten, die ehrenamtlichen Jugendreferenten und viele junge Liberale wurden damals verhaftet, wie auch Angehörige anderer Parteien. Wir sahen uns dann alle im Gefängnis wieder. Ich wurde in Weimar verurteilt. Inzwischen habe ich ja mal eingeschoben, alle meine Gefängnisse wiedergesehen, gemeinsam mit meiner Frau, das sogenannte Gelbe Elend in Bautzen, das Gefängnis in Weimar und die Festung Torgau. Ich bin in Weimar verurteilt worden in einem Prozess. Es gibt einen Film darüber, den Kempowski, nach dem Buch von Kempowski. Das ist eine Gerichtsverhandlung, wo man fast kein Wort versteht. Das heißt, es wurde nur Russisch gesprochen. Die langen Ausführungen wurden dann mit einem Satz übersetzt. Und das war es dann auch. Der Dolmetscher hat seine Fingernägel angeschaut, der andere Beisitzer seine Fußsohlen, seine Schuhsohlen. Und dann gab es das berühmte Urteil.
in Ermangelung der Todesstrafe, da bin ich erschrocken, weil wir wussten von West-Berlin, wenn sie euch verhaften, dann gibt es 25 Jahre. Aber mit der Todesstrafe hat natürlich niemand gerechnet. Aber Freunde, Liberale, viele Liberale sind hingerichtet worden. Zum Beispiel Arno Esch, der ja als liberaler Student in Rostock hingerichtet, mit ihm viele andere von der ganzen Gruppe, ist ein einziger begnadigt worden, der dann eben auch in irgendeinem Gefängnis gelandet ist, den ich dann später kennengelernt habe. Ich habe dann 8,5 Jahre zugebracht unter unterschiedlichen Umständen bis 1950 unter sowjetischer Besatzung, ab 1950 dann unter Bewachung der DDR-Justizorgane, wobei man da Unterschiede feststellen kann zwischen der Willkür der Sowjets und der Art, wie die das gemacht haben, und der besonders raffinierten Art, wie das die DDR dann betrieben hat. Können Sie das vielleicht, ich glaube, das ist ganz interessant, weil wir auch eine Frage jetzt hatten. Sie wurden quasi ja vor der Gründung der DDR schon verhaftet. Wie hat sich das genau verändert dann in dieser Zeit, also als dann das von der Sowjetseite übergegangen ist an die DDR? Also wir waren ja zunächst erstmal vom Erdboden verschwunden, das heißt, niemand wusste, wo wir überhaupt sind. Dann hat, als die Sowjetunion geplant hatte, uns zu übergeben an die DDR, hat man zum ersten Mal 4 Zeitungen bekommen, die Tägliche Rundschau, das Neue Deutschland, die Berliner Zeitung und noch eine, ja, also insgesamt 4, die Nationalzeitung, die Zeitung der sogenannten Nationaldemokratischen Partei. Außerdem gab es dann ein bisschen mehr zu essen in den letzten Monaten vor der Übergabe. Und dann wurden wir Anfang 1950 an die DDR-Behörden übergeben, die erschrocken waren, wie viele tausend Menschen zum Beispiel im Gelmelen in Bautzen einsaßen. Und radikal hat sich dann die Verpflegung verschlechtert. Und es gab dann am 15. März und am 31. März 1950 einen Lageraufstand, der dann beim ersten Mal hat nur noch mit uns verhandelt. Beim zweiten Mal wurden die Leute in den großen Sälen, die Säle waren so wie im KZ, also in mehreren Stockbetten übereinander, lagen dann 350 Leute, wurden diese Leute niedergeknüppelt. Die DDR hat dann mit ihrer, sagen wir mal, besonderen Art und Weise der Schikanen uns eben weiter in Haft gehalten. Sie haben dann den Versuch unternommen, die Jugendlichen bis Jahrgang 1929 im Gelmelend in Bautzen in einem Jugendsaal zusammenzuziehen, in der Hoffnung, dass man sie vielleicht umerziehen könnte. Das Gegenteil war natürlich der Fall. Es war eine Zusammenführung von oppositionellen Kräften. Und als Stalin 1953 starb, jubelte dieser Jugendsaal mit Ausnahme eines einzigen Kommunisten namens Görlitz, der auf seinem Bett saß oder auf seiner Matratze saß. Hat er eintätowiert, mein Leben für Stalin, und er weinte bitterlich. Aber auch er als überzeugter Kommunist war eingesperrt, so wie überhaupt ehemalige KZler, Zeugen Jehovas, Kommunisten aus der Westemigration zum Beispiel, die in Mexiko waren oder die im Spanischen Bürgerkrieg auf den Seiten der Republikaner gekämpft haben, die wurden auch wieder eingesperrt, weil sie in dem sowjetischen Kurs nicht voll entsprachen. Daraufhin ging dann der Jugendsaal, der also gejubelt hatte, auf Straftransport, und ich landete in der Festung Torgau. Dort wurde dann auch im Laufe der Jahre die
die Behandlung etwas humaner. Es gab unterschiedliches Fachpersonal. Es gab einige wenige Polizisten, die, sagen wir, uns anständig behandelt haben. Und es gab viele, die mit deutscher Perfektion uns schikaniert haben. Wir haben dann auch unsere Methoden entwickelt, um auch in der Haft eine innere Freiheit zu behalten. Und wir konnten auch in der Haft lachen. Es ist nicht so, dass wir immer nur geweint haben und nur traurig waren, sondern wir mussten unser Leben leben in dieser Haftzeit, genauso wie ja die Menschen in der DDR und in der sowjetischen Besatzungszone unter dieser Diktatur ihr Leben leben mussten. Sie mussten sich einrichten. Und Gauck hat ja gestern sehr deutlich gesagt, man muss die Diktatur verurteilen, aber man muss nicht milde sein mit der Betrachtung der Kritik der Diktatur, aber man muss Verständnis entwickeln für die Lebensläufe dieser Menschen, die in der Nazizeit und danach in der DDR ihr Leben irgendwo gestalten mussten und auch Ziele verwirklichen mussten. Und das haben ja viele Menschen mit kultureller Leistung und mit beruflicher Leistung auch getan. Und ich glaube, dass man alle Diktaturen und alle totalitären Regime wirklich differenziert betrachten muss. Auf der einen Seite das Leben der Menschen und auf der anderen Seite die Methoden, mit der man also eine Diktatur errichtet hat. Man darf ja nicht vergessen, die haben ja nach 1945 begonnen, als wäre es ja eine Superdemokratie. Da wurden Parteien geschaffen, da wurde eine Jugendorganisation geschaffen, in dem im Zentralrat Vertreter der LDP und Vertreter der CDU waren, die dann später aus Protest natürlich ausgetreten sind, die dann nach West-Berlin gegangen sind. Und wir als junge Liberale haben natürlich dann nach West-Berlin und auch zu dem Jugendreferenten der Freien Demokratischen Partei in Bayern, den Herrn Seifert und noch anderen Kontakte aufgenommen, was uns dann das Genick gebrochen hat. Weil eines Tages wurde uns gesagt, ihr werdet jetzt beobachtet und ihr könnt jetzt nicht mehr nach West-Berlin kommen und Zeitungen mitnehmen in die Zone, was wir ja gemacht haben. Und wir haben in der Zone dann eben Leseabende veranstaltet. Da sind junge Leute zusammengekommen und andere, die haben dann die Westzeitung gelesen. Das hat aber alles der sowjetische Geheimdienst beobachtet und hat eben eines Tages die Verhaftungen vorgenommen. Ja, Herr Rösler, Sie haben das ja gerade sehr anschaulich auch geschildert. Zum einen, wie ja, mehr oder weniger unbekümmert oder im guten Glauben an die Demokratie Sie sich engagiert haben und wie Sie dann später in sozusagen der Haft sich auch mit der Situation einigermaßen arrangieren konnten beziehungsweise einfach das Beste draus gemacht haben. Aber wie war denn dieser Moment, als Sie gemerkt haben, dass Sie wirklich jetzt verfolgt werden, dass es wirklich ernst werden könnte? Was hat das denn für Sie bedeutet? Haben Sie das trotzdem irgendwo alles ja, akzeptieren können oder was hat das ausgelöst? Also es sind ja viele rechtzeitig, wie zum Beispiel Wolfgang Mischnick, als der gemerkt hat, dass er eventuell verhaftet wird, der ist ja dann in den Westen gegangen. Das Gleiche hat ja dann Genscher auch gemacht und viele andere, zum Beispiel der Geschäftsführer der LDP in der Herbst in Jena ist dann auch nach Schleswig-Holstein gegangen. Aber viele junge Leute haben gedacht, naja, also es wird schon nicht so schlimm werden und uns werden sie vielleicht nicht drankriegen, weil wir sind ja kleine Fische und so weiter. Aber das war natürlich ein Irrtum. Und mein Vernehmungsrichter, ein sowjetischer Major in Weimar, der hat mir ja ganz deutlich gesagt, Liberalismus ist gefährlicher als Faschismus. Und aus seiner Sicht ist das auch richtig, weil wir sind als Liberale die wirkliche Initiative zu dem sowjetischen Kommunismus gewesen und so weiter. Aber es war natürlich bei unserer Art der Opposition vielleicht auch viel Leichtgläubigkeit. Wir haben nicht geglaubt, dass die anderen
so zuschlagen können, wie sie es gemacht haben. Und leider hat das vielen das Leben gekostet. Auch in den Lagern sind natürlich bis 1950 Tausende Menschen gestorben an Tuberkulose und Mangelernährung. Ja, an dieser Stelle vielleicht auch mal eine Frage an Professor Hörres. Sie beschäftigen sich ja tiefer mit autoritären Regimen. Und wir haben ja gerade von Herrn Helmut Rösler, Hans-Helmut Rösler geschildert bekommen, wie sich das entwickelt hat. Also dass eigentlich so ein Regime erstmal sehr unscheinbar daherkommt, dass man eigentlich erstmal die Vermutung hat, man könnte in einer gewissen Freiheit auch leben, sich auch demokratisch engagieren, dass aber doch das Ganze dann relativ schnell unterdrückt wird und dann, wenn man dann noch genauer hinschaut, und das war ja anscheinend dann selbst für die DDR-Nachfolge etwas schockierend, wie die Sowjetunion eigentlich die Gefangenen dort auch dann erstmal in dieser Anzahl und dann auch in diesem Zustand eingefangen hatte und eingesperrt hatte. Wie kann man das denn charakterisieren? Ist das typisch für autoritäre Regime? Ist das in jedem Fall nötig? Und was kann eigentlich ein Einzelner dagegen machen in dieser Situation? Wir haben jetzt ja von Herrn Rösler geschildert bekommen, Genscher ist ja zum Beispiel dann in den Westen gegangen. Gibt es denn andere Alternativen, um Widerstand zu leisten? Also es ist, glaube ich, immer sehr schwierig, genau zu benennen und zu sagen, das ist ja eine Konstruktion der Nachgeborenen, wann beginnt eigentlich eine Diktatur? Mit welchem Tag? Ne? Wir haben diese schönen Periodisierungen, wo wir dann sagen, an dem und dem Tag passierte in der Makrogeschichte das und das. Aber oft oder eigentlich immer sind das ja schleichende Übergänge. Ne? Also und insofern ist auch immer die Frage, wo und an welcher Stelle wer etwas tun kann. Ich meine, die Grundidee ist ja immer während den Anfängen sozusagen, dass man schon bei Tendenzen der Einschränkung bürgerlicher Freiheiten oder der Meinungsfreiheit etwa oder der Pressefreiheit, der Wissenschaftsfreiheit, der Religionsfreiheit oder auch der Koalitionsbildung, der Möglichkeit eben auch Parteien beizutreten, unterschiedlichen Parteien sich zu artikulieren, dass man eben bei diesen Einschränkungen schon sehr aufpasst. Was der Einzelne dann immer tun kann, ist natürlich schwierig, weil das hängt auch davon ab, was halt jeder für ein Risiko in Kauf zu nehmen bereit ist. Aber es sind also aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive ist das natürlich immer sehr faszinierend, diese Transformation, die sich eben nicht von heute auf morgen ergibt. Ne? Also das können wir beim Dritten Reich auch übrigens beobachten, ne? Wo die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler eigentlich erstmal überhaupt nichts geändert hat und auch für die Zeitgenossen kein Einschnitt war, weil man dachte, das ist eine dieser vielen Regierungen. Und ähnlich ist sozusagen es auch in der sowjetischen Besatzungszone, wobei man natürlich schon sagen muss, dass das Alarmzeichen eben schon mal war, dass die Konzentrationslager der Nationalsozialisten zum Teil eben einfach übernommen wurden, wie in Buchenwald und in anderen, an anderen Orten. Sachsenhausen. Bitte? Sachsenhausen auch. Ja, genau, Sachsenhausen zum Beispiel und noch einige andere mehr. Und dort dann Personal, was eben pauschal und ohne rechtsstaatliches Verfahren als Faschist bezeichnet wurde, inhaftiert wurde, wo sehr viele zu Tode gekommen sind, gefoltert wurden und so weiter. Ne? Und das zeigt natürlich schon mal einen Weg, der ganz klar zeigt, dass hier eben nicht eine Befreiung in toto stattgefunden hat im Mitteldeutschland damals, in der sowjetischen Besatzungszone, sondern sozusagen, dass die Unfreiheit, die vorher geherrscht hat, transformiert wurde auch. Ne? Vielleicht kann ich gerade, da ich jetzt das Wort habe, noch eine Bemerkung machen. Herr Fischbach, Sie hatten am Anfang von Ihrer Initiative gesprochen, was die Bildung betrifft. Ne? Und tatsächlich ist es schon so, dass jetzt 30 Jahre nach der Wiedervereinigung das Wissen bei etwa jungen Studenten über die DDR nicht besonders ausgeprägt ist, muss ich mal vorsichtig sagen. Ne?
Es ist schon so, dass ich habe mir das extra nochmal angeschaut jetzt in Vorbereitung auf unsere Diskussion heute, dass in den Lehrplan, gerade für Gymnasium, Lehrplan Plus, in der 10. und 11. Klasse die DDR, Systemvergleich dann in der 11. Klasse und auch die Wiedervereinigung und der Weg dorthin behandelt wird und vorgeschrieben ist. Man muss aber sagen, das ist oft so, was ich bei Politikern und Wissenschafts- und Schulpolitikern oft feststelle, die denken dann oft, damit ist es ja getan. Ne? Wir haben das Thema ja verankert in den Lehrplänen und das ist auch gut so. Man muss aber schon genau auch hinschauen, was dann auch in den Lehrplänen zum Beispiel steht. Und wo ich so ein bisschen stutzig geworden bin, ist hier bei diesem Lehrplan Plus in Bayern, ne, Geschichte 10, wenn dann so Sachen stehen wie Überwindung des SED-Staates, oder Bedeutung der Wende von 89. Und dazu muss man sagen, das klingt so ein bisschen in meinen Augen doch sehr verharmlosend. Der Wendebegriff ist von Egon Krenz erfunden worden für die Ablehnung oder für die Nachfolge sozusagen nach Honecker, als er installiert wurde und um zu sagen, wir machen jetzt eine Wende. Das war eine Wende aus Sicht des SED-Staates. Wenn Sie mit den damaligen Akteuren der Bürgerbewegung, die auf der Straße waren und die auch ein hohes Risiko eingegangen sind, sprechen, dann beharren die strikt mit guten Gründen darauf, dass es sich um eine Revolution gehandelt hat. Denn dieser Staat, dieses SED-Regime ist untergegangen. Ja? Und es wurde nicht irgendwie mit einer Wende, Wende sagt man auch für die Kohlsche Wende, damals mit Lambsdorff und Genscher, ne? Das war eine Wende. Da war eine Politikveränderung sozusagen. Aber das war schon eine friedliche Revolution, die auch hätte schiefgehen können natürlich. Ne? Ich meine, wir wissen ja, wie viel 100.000 sowjetische Soldaten in der DDR stationiert worden waren. Sodass, was auch in dem Lehrplan Plus überhaupt nicht auftaucht, ist zum Beispiel der NATO-Doppelbeschluss, die Nachrüstung auch, ne? Die damals gegen erbitterte Widerstände, die meisten wollen es nicht wahrhaben, durchgesetzt wurde von der damaligen Regierungskoalition im Westen von CDU, CSU und FDP. Und 500.000 haben dagegen in Bonn demonstriert, aber das war eine Bedingung der Voraussetzung für sozusagen, dass die DDR auch sich selbst und die Sowjetunion eben zu Tode gewirtschaftet haben. Und insofern mein Appell nochmal, es ist gut, diese Initiativen auch sozusagen der Erinnerung, der Erinnerungskultur. Man sollte auch aber genau hinschauen, was dann wirklich passiert und was auch in solchen Lehrplänen steht. Und ich habe jetzt gesehen, dass der Lehrplan auch überarbeitet wird wieder. Und da bitte ich darum, dass wirklich alle auch hinschauen und was genau in diesen Lehrplänen steht. Und die DDR wird heute oft verniedlicht. Es gibt auch eine Partei noch, die in direkter Rechtsidentität zur damals herrschenden Partei steht und die da alles für tut, um die Erinnerung an die DDR umzudeuten und anders zu framen, wie man das heute sagt. Und da ist schon Wachsamkeit gefordert und man sollte diesem Thema nicht aus dem Weg gehen, dass, wie Herr Rösler auch sagte, die Menschen, die in der DDR gelebt haben, nicht entwertet werden, deren Biografien, ist auch klar. Und im Endeffekt haben die auch die Revolution dann gemacht und für die Überwindung und die Veränderung gesorgt. Ja, das war immer so ein Rundblick von mir jetzt. Ja, vielen Dank, Herr Hörers. Das bringt mich auch gleich auf die nächste Frage, weil mich würde es natürlich besonders interessieren, worauf soll ich denn als Bildungspolitiker achten? Also sprich, was müssen wir unseren jungen Menschen in diesem Land mitgeben, dass sie sich zum einen über die Geschichte gut auskennen, über die wesentlichen Faktoren, die auch zu den Veränderungen geführt haben, Bescheid wissen und zum anderen aber auch, dass man vielleicht noch einen Schritt weiter gehen kann, als wäre den Anfängen. Also wie soll sich jemand als guter Demokrat in einer Situation verhalten, wo das Land wieder droht abzudriften zum Beispiel? Also was können wir machen, um die Demokratiebildung auch zu stärken? Was können wir aus dieser Geschichte nehmen und den jungen Menschen mitgeben? Also ich meine, es ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen jetzt, ne, wir lernen aus der Geschichte im Sinne eines, wie im Verkehr. Ne? Also ich bin mal über die rote Ampel gegangen, dann angefahren worden, gehe dann nicht mehr über die rote Ampel, weil die Geschichte tatsächlich sich eben nicht wiederholt, höchstens als Farce und jede Herausforderung auch ganz anders ist. Ne? Deswegen muss man immer ein bisschen aufpassen. Historisches Wissen ist natürlich in jedem Fall günstig immer zur Orientierung einfach auch, ne, des Staatsbürgers, dass er überhaupt weiß, in welchem Raum er sich beschäftigt.
Und was auch Politiker und aber auch andere Akteure eben tun sollten, man sollte sich wirklich dagegen wehren, auch diese Geschichte der DDR umzudeuten. Ja, also die DDR war nun mal ein System, das auf Unfreiheit basierte. Ich bin damals noch an die Mauer gefahren mit der Schule und auch über die Mauer, also durch die Mauer sozusagen nach Ostberlin hindurch, mit einem riesen Prozedere damals, mit Zwangsumtausch und einer ganz intensiven Passkontrolle. Das war aber jetzt gar nicht das besonders Schlimme. Aber die Menschen auf der anderen Seite, die konnten eben nicht einfach ausreisen und wegreisen. Es gab die Mauer, es gab den Stacheldraht durch das gesamte Land hindurch, mit über Jahren hinweg auch mit Selbstschussanlagen, aber eben auch mit dem Schießbefehl. Viele sind zu Tode gekommen an dieser Grenze, wurden erschossen. Und das, diese Lager, die wir angesprochen haben, die es direkt nach 1945 gab in der sowjetischen Besatzungszone, dass die vielen Gefängnisse, die politische Insassen hatten, wie in Hohenschönhausen etwa. Und wenn ich das nochmal sagen darf, wo wir wachsam sein sollten, in Hohenschönhausen gab es eine oder gibt es auch noch eine bedeutende Gedenkstätte, die wahrscheinlich bekannteste in der ehemaligen, also in Ostberlin und in der ehemaligen DDR, die also plastisch zeigt, sozusagen ein Stasi-Gefängnis, was dort passiert war. Und wir haben leider beobachten müssen, dass der Leiter dieser Gedenkstätte, der die aufgebaut hat, Hubertus Knabe, von einer in einer Berliner Intrige fristlos entlassen wurde auf Betreiben des dortigen Kultursenators in Berlin, Klaus Lederer, der eben genau der Partei angehört, die damals dieses Gefängnis auch mal betrieben hat. Das ist wirklich ein ganz großer Skandal. Und hier müssen alle, die sich sozusagen interessieren für Gedenkstätten, für historische Bildung, auch ihren Mund aufmachen. Ja? Auch wenn wir hier in Bayern sitzen und dann vielleicht sagen, das ist in Berlin was ganz, ist ganz woanders was. Aber da sehen wir, also ich meine, stellen Sie sich mal vor, andere in anderen Einrichtungen würden diejenigen darüber wieder kontrollieren, die aus der Partei kommen, die Gefängnisse errichtet hat und die Lager. Also wir sehen wirklich eine große Umdeutung, was die DDR betrifft. Und auch das Erbe der DDR. Und hier gilt es wirklich auch gegenzuhalten, zu argumentieren, historisch zu bilden und auch eben einfach seine Stimme zu erheben. Ja, vielleicht kann ich aus meiner Sicht da mal was dazu sagen. Als ich in Sonneberg vor einigen Jahren auch einen Zeitzeugenbericht vor der Volkshochschule abgegeben habe, kam ich in den Saal rein und saß vor lauter jungen Menschen, die eigentlich die DDR gar nicht mehr richtig erlebt hatten. Das war schon eine neue Generation, so wie ja die Menschen, die heute leben, eine ganze Generation ist im Osten, in den neuen Bundesländern aufgewachsen inzwischen, die gar nicht wissen, was die DDR gewesen ist. Und als ich da in diesen Raum damals reinkam, stand dann einer auf, nachdem ich zwei oder drei Sätze gesprochen hatte, aber in der DDR war doch nicht alles schlecht. Und damit begann eigentlich diese Verharmlosung des Systems, dass man sich dann Dinge heraussucht, wie in jeder Diktatur, die gemacht wurden, damit man überhaupt die Leute bei der Stange halten kann, muss man denen ja irgendetwas bieten und das wird bis heute einem vorgehalten. Diese Verharmlosung geht so weit, dass zum Beispiel in demokratischen Parteien Vertreter aufstehen und sagen, ja, man kann ja doch mit der Linken doch zusammenarbeiten in bestimmten Punkten, weil die sind ja nicht so antisemitisch wie andere rechtsextreme Parteien. Wenn man das genau untersucht, wird man feststellen, dass die Kommunisten von Stalin angefangen bis zur DDR genauso antisemitisch sich betätigt haben wie Parteien auf der rechten Seite. Also man soll nicht so tun, als könne man mit denen. Ich wundere mich immer zum Beispiel über die Sozialdemokraten, die schon zu DDR-Zeiten gemeinsam mit der SED eine historische Kommission gebildet haben. Wir haben ja in den Lagern das alles mitbekommen auch. Und
viele Sozialdemokraten, die eingesperrt haben, mit denen wir übrigens mit wir Liberalen haben einen sehr guten Kontakt in den Lagern zu den Sozialdemokraten gehabt. Und die sind dann nach ihrer Entlassung zum Teil aus ihrer eigenen Partei ausgetreten, weil sie diese Versuche der Kontakte zur SED, zu den Kommunisten, eigentlich nicht verstanden haben. Und wir sehen das auch heute wieder, dass manche Sozialdemokraten so tun, als könne man mit der Linken, das ist die Nachfolgepartei der SED, das ist gar keine Frage. Und ich wundere mich immer, warum man eigentlich einen kommunistischen Ministerpräsidenten in Thüringen toleriert. Das ist nicht meine Politik. Ich wollte an dieser Stelle auch nochmal fragen, weil Sie es ja auch gerade alles geschildert haben, was an Verniedlichungen stattfindet, an Verharmlosen, an Relativierungen, auch an vorbehaltlosen Umgang mit der SED-Nachfolgepartei. Fehlende Verfolgung von Tätern, Herr Professor Hörers, Sie haben es ja auch gerade angesprochen, dass im Endeffekt dann die Personen, die damals in dem Gefängnis tätig waren, wieder in wichtigen Positionen sind. Haben wir eigentlich in Deutschland die DDR-Geschichte ausreichend aufgearbeitet? Also Sie haben das ja auch verglichen mit anderen autoritären Regimen. Oder haben wir da noch was nachzuholen? Also sagen wir mal, man muss jetzt unterscheiden. Ne? Es gibt ja die juristische Aufarbeitung und die politisch-gesellschaftliche. Die juristische Aufarbeitung, die fällt insofern immer sehr schwer, weil es natürlich das Rückwirkungsverbot gibt. Man kann also sozusagen nur nach DDR-Recht messen, was im Falle der Mauerschützen auch getan wurde zum Beispiel, ne? Oder auch im Falle von Egon Krenz etwa. Und gut, was dabei herauskommt, ist meistens eher unbefriedigend für die Opfer, weil das eben eine schwierige juristische Materie ist. Ne? Bärbel Bohler hat das Wort ja wohl doch nicht gesagt. Wir wollten Gerechtigkeit, haben einen Rechtsstaat bekommen. Aber wenn es ihr eben in den Mund gelegt wurde, es ist nicht so ganz falsch. Der Rechtsstaat kann Vergangenheit immer nur bis zu einem gewissen Grad aufarbeiten. Ne? Das aus vielen Gründen, also auch aus juristischen Gründen. Man muss grundsätzlich sagen, im Vergleich zu vielen anderen Ländern in der Welt wurde das in Deutschland im Falle des Nationalsozialismus sehr viel intensiver gemacht als in fast allen anderen Ländern der Welt. Und im Falle der DDR wurde es eben, Stichwort Mauerschützen, auch probiert. Ein Sündenfall war, dass es nicht gelungen ist, der SED ihr Vermögen wegzunehmen, dass sie sich zusammengeklaut hat, sondern dass das bis zur heutigen Linkspartei eben beiseite geschafft werden konnte. Und das, muss ich sagen, war wirklich ein Fehler bei der Bewältigung des Ganzen. So, und der zweite Punkt ist eben dann eher die politisch-gesellschaftlich-kulturelle Bewältigung oder Beschäftigung mit diesem Thema. Die ist natürlich jetzt nie in irgendeiner Form abgeschlossen. Und da kommt es eben darauf an, das Ganze zu verankern in Institutionen wie der Schule eben oder Hochschule, in Lehrplänen oder eben auch mit gesellschaftlichen Debatten, Denkmälern und so weiter. Also es wurde ja damals gesagt, was ich eigentlich ein ganz hübsches Bonmot fand, die Berliner Mauer wurde leider zu vollständig abgerissen. Ne? Ähnlich auch wie wie der Stacheldraht an der Grenze. Es gibt noch Point Alpha, es gibt Bernauer Bornholmer Straße, es gibt ein paar Gedenkstätten auch in Berlin, aber eigentlich wurde hierzu mit deutscher Gründlichkeit zu viel des Guten getan. Man hätte meines Erachtens eigentlich mehr davon stehen lassen sollen, auch von dem Grenzstreifen zwischen der DDR und der BRD, um das eben jetzt auch zum Beispiel jüngeren Leuten, Schülern und so weiter nochmal plastischer vor Augen zu führen, was das bedeutet, dass eben das Land, das Deutschland, so brutal geteilt gewesen ist. Und aber gut, jetzt nur ist es so, wie es ist. Und es gibt ja auch Gedenkstätten und es gibt auch Museen. Und wo wir eben aufpassen sollten, ist, dass diese DDR-Geschichte, wie es auch Herr Rösler jetzt nochmal geschildert hat, nicht verfälscht wird und vor allem nicht von denen sozusagen interpretiert wird, die die Nachfolger der Diktatur sind und der SED, also der Sozialistischen Einheitspartei, die DDR beherrscht hat und die für das ganze Schlamassel gesorgt hat. Da müssen wir wirklich aufpassen,
Denn das droht also peu à peu auch in diese Richtung zu gehen. Lassen Sie mich noch einen Satz dazu sagen. Wir hatten uns damals in Deutschland eigentlich auch wie im Westen insgesamt verständigt, antitotalitär zu sein in der Bundesrepublik. Und das heißt, gegen jede Art von Bedrohung der Freiheit uns zur Wehr zu setzen. Und davon, von diesem Geist ist auch das Grundgesetz geprägt. Es ist nicht geprägt vom Antifaschismus. Und denn Antifaschismus, so positiv oder überzeugend das erstmal klingt, ist eine einseitige Parteinahme und Instrumentalisierung, die sozusagen die Augen zumacht gegenüber dem Kommunismus und dem, was er angerichtet hat. Und insofern sollten wir nicht dem auf den Leim gehen, diesem Propagandawort des Antifaschismus. Im Namen des Antifaschismus wurden Millionen von Menschen umgebracht im 20. Jahrhundert. Und das Grundgesetz und die liberale, freiheitliche Kultur ist geprägt von einer Abwehr jedes Extremismus, egal von welcher Seite er kommt. Und auch darauf sollten wir uns meines Erachtens besinnen. Sonst kommen wir in eine ganz große Schieflage und haben also sozusagen das 20. Jahrhundert nicht richtig verstanden. Ja, und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal zurückgehen zur Geschichte von Herrn Rösler. Wie hat sich denn diese Zeit damals auf Sie ausgewirkt? Wir waren im Lager stehen geblieben. Sie haben erzählt von 350 Personen, die niedergeschlagen worden sind. Wie ging die Geschichte denn eigentlich weiter? Wie haben Sie es geschafft, dann letzten Endes auch freizukommen? Ich habe überhaupt nichts geschafft, um freizukommen, sondern das eine der Erscheinungen jeder Diktatur ist die Ungewissheit. Also wir lebten in Haft und wir haben erlebt, dass Leute, die, sagen wir mal, zu hohen Strafen verurteilt wurden, aufgrund einer Westdelegation einer Partei plötzlich nach wenigen Monaten entlassen wurden. Andere waren schon auf der Entlassungsliste und wurden im Torhaus wieder verhaftet und sind zurückgekommen in ihre Zelle. Es war reine Willkür und man konnte sein eigenes Schicksal überhaupt nicht gestalten. Und wenn ich westliche Kreise und insbesondere auch meine Eltern sich nicht bemüht hätten, im Kontakt dann mit meiner Partei und mit Genscher und Thomas Zähler, dann wäre ich wahrscheinlich noch einige Jahre länger geblieben. So waren es halt nur 8,5 Jahre und wahrscheinlich andere Leute haben 12 und 15 Jahre gesessen, ohne dass sie je wirklich ein Verbrechen begangen haben. Wir sind ja inzwischen zum Großteil auch von den russischen Behörden rehabilitiert worden. Ich habe zwar von den Russen keine Entschuldigung bekommen, aber immerhin eine Urkunde, dass ich rehabilitiert bin und dass ich sozusagen unschuldig war. Aber das heißt auch, Sie haben bis zuletzt eigentlich nicht gewusst, ob Sie eine Chance haben, freizukommen. Also Sie waren zum Stand nach 8,5 Jahren unsicher, ob Sie noch weitere 8 Jahre oder länger noch in Haft sein werden? Oder hat sich das irgendwo auch angedeutet, dass es da Chancen gibt, Kontakte mit Verwandten oder Ähnlichem? Die Urteile wurden irgendwann dann im Laufe der Haftzeit in den 50er Jahren in Einverständnis zwischen Sowjetrussland und der DDR reduziert auf ein sogenanntes normale Maß. Das heißt also, ich hätte mindestens 12 Jahre eingesessen, wenn es nicht zu einer vorzeitigen Entlassung gekommen wäre. Wir konnten damals noch nicht freigekauft werden. Ein Freikauf gab es in den 50er Jahren noch nicht. Der ist dann viel später gekommen. Später sind dann die Leute mit viel Geld von der Bundesregierung freigekauft worden. Zu meiner Zeit gab es sowas nicht. Es gab die Möglichkeit, wenn ein westdeutscher Politiker in die DDR gefahren ist oder eine Delegation von Sozialdemokraten oder auch ein christlich-demokratischer oder liberaler Politiker, dann hatte er immer eine Liste mit. Und aufgrund dieser Liste hat er mit den DDR-Behörden verhandelt. Und des Öfteren ist es möglich gewesen, dann Leute aus den Gefängnissen herauszuholen.
War denn dann dieser Moment, als Sie rausgekommen sind und dann im Prinzip das ganze Geschehen aus Westdeutschland aus sicherer Entfernung verfolgen konnten? Wie haben Sie dann diese Zeit wahrgenommen? Ja, ich habe mich sofort bei der FDP in München gemeldet und habe gesagt, wo kann ich mitarbeiten? Und dann wurde mir gesagt, also in Mittelfranken, da könne man was bei den Jungdemokraten tun. Und da ich dann beruflich tätig geworden bin, auch in Nürnberg, war ich halt sofort dabei. Das war halt so. Ich habe meine politische Laufbahn sofort fortgesetzt. Ich habe ja sogar mal im Lager in einer Zelle mit etwa 10 Leuten eine Probewahl veranstaltet. Ich war mir sicher, unter uns ist kein Spitzel. Es gab ja sowas auch in den Lagern. Wobei ich sagen muss, ganz sicher war man, wenn einer Zeuge Jehovas war. Die haben ja Zeugen Jehovas genauso eingesperrt wie die Nazis. Und wenn man mit Zeugen Jehovas in einer Zelle war, dann wusste man, die werden einen nie verraten. Und in der Zelle, wo ich war, das waren lauter Freunde vom Jugendsaal in Bautzen. Wir saßen dann in Torgau in einer Zelle zusammen. Und dann machte ich eine Probewahl. Und dann war das ganz interessant, was dabei herauskam. Aber darüber will ich jetzt nicht im Einzelnen berichten, sondern wir waren immer politisch im Lager. Wir haben immer politisch diskutiert. Wir haben politisch Zeitung verfolgt, zwischen den Zeitungen gelesen. Interessant, vielleicht mal ein Detail, als Adenauer die Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion nach Hause geholt hat, sind viele politische Häftlinge, Freunde von uns, die in die Sowjetunion transportiert worden waren, wurden als Kriegsgefangene nach Hause gebracht. Und dann bekamen wir Zeitung, das Neue Deutschland, da waren die Listen drin der heimgekehrten Kriegsgefangenen. Da konnten wir feststellen, dass unsere Kameraden mit dabei waren. Dann haben wir uns bei den Morgenappellen als Kriegsgefangener so und so gemeldet, worauf dann in den Folgetagen die Zeitungsseiten mit den Namenslisten aus den Zeitungen herausgetrennt wurden. Darf ich da nochmal nachfragen, wie ist das genau zu verstehen gewesen? Also Sie hatten in der Zeitung mitbekommen, dass eigentlich Inhaftierte als Kriegsgefangene geführt worden sind? Politisch Verurteilte sind von Adenauer mit aus der Sowjetunion als Kriegsgefangene heimgeholt worden. Das wusste vielleicht Adenauer gar nicht oder erst hinterher. Jedenfalls die Sowjets haben mit den Kriegsgefangenen viele Verurteilte, auch Liberale, zum Beispiel Gerd Wagner aus Hessen, später Bundesgeschäftsführer der Jungdemokraten, die wurden nach Hause geschickt aus der Sowjetunion als Kriegsgefangene, obwohl sie Verurteilte waren von den Militärgerichten. Wir, die wir in der DDR einsaßen, glücklicherweise, weil die Haftbedingungen der Sowjetunion waren vielleicht noch schlimmer als bei uns. Wir blieben weiter sitzen. Also obwohl man quasi eigentlich freigekauft war oder von Adenauer frei verhandelt worden ist, musste man dann weiter sozusagen einsitzen. Habe ich das richtig verstanden? Weil wir den DDR-Behörden übergeben worden waren. Mit den sowjetischen Akten wurden wir übergeben an die DDR-Behörden. Irgendwo hat natürlich die Sowjetunion immer noch die Hand drauf gehabt, aber im Grunde genommen waren es die DDR-Behörden, die uns bewacht haben und die immer wieder mal aus irgendwelchen Anlässen einzelne Leute willkürlich auch entlassen haben. Es war nicht abzusehen, wann jemand entlassen wird und wann jemand nicht entlassen wird. Das war reiner Zufall. Also war das wirklich jetzt einfach, vermuten Sie, dass das war Zufall, dass einfach die Behörden relativ unkoordiniert agiert haben? Oder ist das auch Teil einer Taktik, quasi die Gefangenen ein bisschen zu zersetzen, dass es keine klaren Perspektiven gibt oder dass immer mal wieder sich was ruckartig ändern kann? Ja, natürlich hat man versucht, die Leute seelisch und psychisch kaputt zu machen. Das konnte man erkennen von Anfang an. Aber das ist eben auch bei vielen gelungen. Es sind ja viele Menschen, die lange Jahre inhaftiert waren,
deren Leben war ja zerstört. Die konnten keine Existenz mehr nach ihrer Entlassung aufbauen. Aber es gab natürlich auch etliche, die mit Willensstärke und sich eine innere Freiheit geschaffen haben und die dann eben die Kraft hatten, durchzustehen und dann auch später weiterhin wieder politisch tätig zu werden. Herrn Professor Hörius hatte ich jetzt ja schon gefragt, aber mich würde es auch von Ihnen interessieren, Herr Rösler, was wäre denn aus Ihrer Sicht ein ganz wichtiger Punkt oder die eine Lehre, die man den jungen Menschen auch mitgeben sollte zu dieser Vergangenheit? Was sollten junge Menschen mitnehmen für die Zukunft? Also man sollte immer eine Politik messen, so wie es in unserem Grundgesetz steht, dass oberster Grundsatz ist, die Wahrung der Menschenwürde und der Grundrechte für den einzelnen Menschen. Das ist die Gemeinsamkeit aller totalitären Regime, dass diese Menschenwürde und diese Grundrechte verletzt wird. Und dazu gehört aber auch, dass man in einer Demokratie eine Debattenkultur hat, wo wirklich unterschiedliche Meinungen tolerant im Wettbewerb untereinander ausgetauscht werden und nicht wie heute, dass man, je weiter man links steht, desto mehr kann man auf Rechte auf der anderen Seite schimpfen. Das ist der Anfang vom Ende einer wirklichen demokratischen Freiheit. Das ist, glaube ich, jetzt hier Konsens, was ich so raushöre, dass eigentlich diese zentrale Bedeutung der Menschenwürde und auch der individuellen Freiheit das Zentrale ist, was wir auch den jungen Menschen mitgeben sollten. Mich würde interessieren, Professor Hörres, jetzt sind wir ja speziell im deutschen Kontext geblieben. Die Sowjetherrschaft und auch das sozialistische Regime hat sich ja auch über ganz Osteuropa im Wesentlichen eigentlich erstreckt. Und wir haben jetzt auch noch Diskussionen ja mit zum Beispiel Weißrussland und auch den Gesellschaften in Osteuropa, in Ukraine und so weiter, wo es immer noch so scheint, als würde dieser alte Ost-West-Konflikt beziehungsweise vielleicht auch die Herrschaft der Sowjetunion in gewisser Weise nachwirken. Können Sie das vielleicht auch so nachvollziehen, beziehungsweise wurde in diesen Staaten die Aufarbeitung ähnlich oder auch schlechter geleistet als jetzt in Deutschland? Ja, ich meine, die Frage ist dann immer, was man jetzt als schlecht oder gut empfindet. Ne? Wir sollten uns natürlich nicht zum Nabel der Welt stilisieren, auch in dieser Frage Weltmeister im Erinnern wird ja oft gesagt, seien die Deutschen. Das sollten wir jetzt auch nicht oktroyieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass zum Beispiel in der Sowjetunion jetzt ja selbst die stalinische Epoche weitgehend rehabilitiert wird. Ja. Ich meine, man sieht eben hier vor allem den Sieg im sogenannten Großen Vaterländischen Krieg und dahinter verblasst dann alles, was es an Terror, was es an Morden, was es an Gulags gab. Das haben wir in Weißrussland natürlich erst recht, wo man sich sozusagen ausschließlich als Opfer jetzt sieht. Und so dass man da schon ganz anders auch mit der kommunistischen Vergangenheit jetzt umgeht, zum Beispiel der Sowjetunion. In den Ländern jetzt Osteuropas ist es wieder anders. Wenn man jetzt mal nach Ungarn oder Polen schaut, zwei Länder, die im Moment in der Europäischen Union ja nicht besonders geschätzt werden, dort ist der Antikommunismus und die Revolution 89-90 regelrecht ein Gründungsmythos der heutigen Gesellschaften, die wir vielleicht auch deswegen oft nicht richtig verstehen können. Man muss auch sagen, die beide Länder, also gerade diese Länder, haben ja eigentlich den Stein ins Rollen gebracht. Die Polen mit der Solidarność, seit 1982 wurde dort das Kriegsrecht verhängt. Die Menschen haben schwer gelitten unter politischen Repressalien und auch unter katastrophalen ökonomischen Verhältnissen. Und in Ungarn wurde nun mal als erstes der Zaun, der den Ostblock vom Westen trennte, im Frühjahr 1989, durchtrennt. Und am 11. September wurden dann eben die DDR-Flüchtlinge
nach Bayern gelassen. Ne? In Passau gab es dann das große Auffanglager, aber auch an anderen Städten. Und daran sollten wir uns auch etwas erinnern, wenn wir heute mit diesen Ländern doch meines Erachtens etwas arrogant zum Teil umgehen und uns weigern, sie zu verstehen oder uns auf ihre Perspektive einzulassen. Die Perspektive der Polen und der Ungarn ist mehrheitlich eben sehr stark antikommunistisch. Und dafür haben sie auch gute Gründe, muss man sagen. Ne? Und wenn uns nicht alles gefällt, also sozusagen, was die Länder machen, dann muss man sagen, denen gefällt eben auch vieles nicht, wie wir eben leben. Da gehört auch eine gewisse Toleranz und eine Bereitschaft zum gegenseitigen Verständnis auch dazu, dass wir auch innerhalb der Europäischen Union mit diesen Ländern eben gut auskommen, was wir sollten. Und wir sollten dabei eben auch diesen Blick mit bedenken, den diese Länder auf ihre eigene Vergangenheit haben. Dort begann eben die Überwindung des Kommunismus und dort gab es sehr viele mutige Menschen, die das ins Werk gesetzt haben. Wie die Bürgerrechtsbewegung der DDR hat sich sozusagen dem dann angeschlossen und konnte aber auch davon profitieren, sozusagen, was in diesen Ländern geschehen ist. Aber insgesamt, um nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, ist die erinnerungspolitische Landschaft im ehemaligen Ostblock gespalten. Wir haben die Sowjetunion und ihre Satelliten sozusagen, die hier nichts wissen wollen von Kritik an ihrer eigenen Geschichte, am Kommunismus und Stalinismus oder wenig wissen wollen. Es gibt natürlich immer Dissidenten, das ist klar, und es gibt einzelne Gruppen, die das anders sehen, aber en toto eigentlich eher nicht. Und es gibt sozusagen die osteuropäischen Länder, auch die baltischen Länder zählen natürlich dazu, die sozusagen unter dem Kommunismus gelitten haben, die ihn abgeschüttelt haben und für die das sozusagen ein Gründungskonsens ist, dieser Erfahrung des Leidens unter dem Kommunismus, die dann zu einem heutigen starken Antikommunismus führt. Und wie gesagt, also hier könnten wir vielleicht meines Erachtens doch etwas mehr Sensibilität an den Tag legen und auch etwas mehr Bereitschaft zum Verständnis, ne? Weil diese Perspektive, die kann man gut erklären, die hat auch viel für sich und wir sollten da also nicht unseren Maßstab und unsere Auffassung immer sozusagen anlegen und sagen, nur so kann es gehen wie in Deutschland, ne? Weil also sozusagen, das wäre ja auch ein merkwürdiges Verständnis. Wir sollten auch ein bisschen demütig sein. Ja, wir haben jetzt knapp eine Stunde schon diskutiert. Die Veranstaltung ist noch etwa eine halbe Stunde angesetzt. Es ist jederzeit möglich, auch Fragen zu stellen. Ich möchte das auch nochmal den Zuschauern gerne zurufen. Wir leben hier auch vom Dialog. Von daher, ich werde jetzt nochmal eine Frage an die beiden stellen, aber ich würde mich auch freuen, wenn seitens der Zuschauer Fragen kommen würden. Was mich interessieren würde, Herr Rösler, Sie sind ja dann in Bayern aktiv geworden, haben Sie geschildert. Hat Sie dann eigentlich im Besonderen die Außenpolitik interessiert oder beziehungsweise die Politik auch im Zusammenhang mit der DDR oder haben Sie sich dann einfach allgemeinpolitisch engagiert? War das für Sie dann einfach eine Befreiung, dass Sie sich frei politisch engagieren können und haben sich mit Bildungspolitik, mit Landwirtschaftspolitik oder welchen Themen auch immer beschäftigt? Können Sie mir das vielleicht mal erklären, wie das bei Ihnen angelaufen ist dann, als Sie in Deutschland waren? In Westdeutschland, Entschuldigung. Also, ich war ja Landesvorsitzender dann der Deutschen Jungdemokraten und ein Schwerpunkt unserer Politik war ja immer den Gedanken an die Einheit Deutschlands wach zu halten und wir sind am 17. Juni unter anderen Gelegenheiten waren wir in Kulmbach oder an der Zonengrenze, haben dort Kundgebung gehalten in Coburg und anderen Orten und so weiter. Es war ein Schwerpunkt, war eigentlich immer die deutsche Innenpolitik und das Streben nach der deutschen Einheit. Und ich gehörte zu den wenigen Menschen im Lande, die eigentlich immer daran geglaubt haben, ähnlich wie Hans-Dietrich Genscher. Er hat das, glaube ich, in einer Sendung in den letzten Tagen wurde das wieder gezeigt. Er hat auch immer geglaubt, dass er die Wiedervereinigung erleben wird. Und ich habe auch immer daran geglaubt, dass ich das miterleben werde. Und das ist ja wirklich eingetreten. Ich habe dann, sobald es möglich war, auch den Kontakt mit den Freunden im Osten gehalten, also in Eisenberg, Thüringen, Jena. Ich bin ja auch heute mit der Thüringer FDP und den Freunden in Jena eng verbunden.
fast im wöchentlichen Kontakt, telefonieren wir miteinander. Ich habe an Veranstaltungen teilgenommen und so weiter. Das war immer ein Schwerpunkt neben der deutschen Innenpolitik, die wir ja alle als Liberale gemeinsam betreiben. Aber die Einheit Deutschlands war ein wichtiges Element meines politischen Strebens. Herr Professor Hörers? Frage stellen noch gerade. Sehr gerne. Weil Sie hatten interessant erzählt jetzt von Ihrer Zeit bei den Jungen Demokraten. Ich glaube, die gerade die jüngeren Zuhörer oder Zuschauer, die wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, was das überhaupt ist. Also das war ja die Jugendorganisation der FDP, von denen sich aber später ja die FDP getrennt hat. Und heute haben wir die Julis, also die dann neu gegründet wurde, die Jungliberalen. Aber Herr Rösler, Sie sagten, dass zu Ihrer Zeit bei den Jungen Demokraten auch der Gedanke der deutschen Einheit noch sehr präsent war. Aber irgendwann hat man sich doch da dann von verabschiedet und ist sehr weit nach links bei den Judas. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Das finde ich sehr interessant, diesen Prozess. Eine interessante Geschichte. Also die deutschen Jungdemokraten haben ja zum Beispiel am Hermannsdenkmal eine große Kundgebung veranstaltet. Die hatte ich damals im Bundesvorstand durchgesetzt für die deutsche Einheit, das Deutschlandtreffen der deutschen Jungdemokraten. Im Laufe der Zeit haben sich die deutschen Jungdemokraten dann in den 70er Jahren haben sich nach links entwickelt. Es gab dann einige Bundesdelegiertenkonferenzen in Leverkusen und Herrn Alp, wo zutage trat, dass eine linksgerichtete Gruppierung sich langsam ideologisch durchsetzte. Die schrieben dann an die Wand, Marx lebt, und wir gingen dann hin und schrieben dann, und Jesus auch. Um das mal deutlich zu machen, daraufhin haben wir in Bayern versucht, eine Gegenbewegung zu starten. Es war damals auch Hans Engelhardt, war Jungdemokrat, Rudi Wittmann, der Landrat von Starnberg, Josef Erdl, das waren alles mal Jungdemokraten. Und wir haben dann versucht, in Niederbayern beginnend und dann in Oberbayern die jungen Liberalen zu schaffen und haben zunächst erstmal von der Partei kritisch betrachtet die jungen Liberalen ins Leben gerufen. Wobei ich sagen muss, zum Beispiel war meine Zeitschrift der Deutschen Jungdemokraten in Bayern, hatte den Namen der Junge Liberale. Daraus ist zu erkennen, dass das eigentlich eine Kontinuität der ursprünglichen Jungdemokraten, die ja eigentlich schon in den 20er Jahren entstanden sind in Deutschland, und der Jungen Liberalen, die es heute gibt, das ist eine Kontinuität, eine Linie. Aber in der Zwischenzeit hatten sich die Jungdemokraten total nach links entwickelt und waren, glaube ich, zum Schluss sogar eine Splitterorganisation, glaube ich, der Linken oder der Grünen oder irgend sowas. Also die landeten ganz links und haben sich vor einigen Jahren dann total verabschiedet von der politischen. Es gibt sie heute nicht mehr, auch nicht als Splittergruppe. Ja, jetzt haben wir keine weiteren Fragen mehr bekommen. Ich würde jetzt sagen, wenn wir kein Thema mehr direkt anzusprechen haben, ich fand es heute sehr interessant. Also ich muss auch sagen, ich bin jetzt 31 Jahre alt, das heißt, ich habe die Zeit der DDR nicht mehr aktiv mitbekommen. Ja, ich war damals zu jung, um auch die Wende aktiv mitzuerleben. Und ich habe in diesen Gesprächen heute gemerkt, wie schwierig das doch ist, aus allein jetzt dem Geschichtsunterricht und dem, was man so nebenher aufschnappt und auch wenn man sich mit den Themen beschäftigt hat, das auch wirklich so nachzuvollziehen. Also ich war ja jetzt zum Beispiel mal im Museum, im Stasi-Museum, jetzt nicht Hohenschönhausen, sondern im Stasi, in dem Ministerium, in der Normannenstraße und habe das dort nachvollzogen. Aber es ist trotzdem schwierig für einen jungen Menschen, das auch wirklich dann so authentisch wiedergeben zu können, wie Sie das jetzt machen können oder wie Sie als Historiker auch sich in diese Zeiten, diese Abläufe reinversetzen können. Also ich stelle an mir selber, und ich glaube, ich bin da jetzt nicht
der Einzige, der das Problem hat, fest, dass es wirklich schwierig ist mit dem, was wir im Gymnasium in Bayern als Basisausbildung mitbekommen haben, das wirklich alles so nachzuvollziehen. Oder auch viele Dinge waren für mich heute neu, auch wie das in der Inhaftierung gelaufen ist, wie dann entsprechend auch verschiedene außenpolitische Entwicklungen entscheidend dann zum Ende der DDR beigetragen haben. Also wirklich sehr spannend. Und jetzt ja, breche ich doch noch mal kurz ab, weil wir doch noch eine Frage bekommen haben von Herrn Dr. Groth. Er sagt, er fände es schön, wenn wir auch mal das Thema Schule noch mal auf das Thema zurückkommen könnten. Er würde sich darüber interessieren, welchen Stellenwert Hörres und Herr Rösler Veranstaltungen wie Zeitzeugen besuchen oder Gedenkstätten besuchen beimessen. Das geht sozusagen an Sie beide. Wer möchte anfangen? Also ich sage, ja, bitte, Herr Professor. Ich wollte Ihnen gerade das Wort geben. Also ich bin der Ansicht, Zeitzeugenberichte sind wichtig. Ich habe vor einigen Monaten, habe ich am Gymnasium hier in Stein, habe ich vor 120 Abiturienten einen Zeitzeugenbericht gegeben. Und ich glaube, wenn man das differenziert und menschlich erzählt und nicht nur Schwarz-Weiß-Malerei betreibt, dann kann man auch einen bestimmten Eindruck erzeugen und dann hat das vielleicht auch eine Wirkung. Aber man darf also nie, so wie es geschieht, auch, ich merke das ja auch im Fernsehen teilweise, es wird schwarz-weiß gemacht, das gilt auch für andere totalitäre Systeme, auch die Nazi-Zeit. Man muss das wirklich so schildern, wie es war und man muss trennen zwischen dem Apparat und der Diktatur und den Menschen, die in dieser Zeit leben müssen. Ich frage mich immer, was würden denn etliche westdeutsche Politiker gemacht haben, wenn sie in der DDR gelebt hätten? Oder andere, die immer vom Hohen Ross unter Kritik üben, was hätten die denn gemacht, wenn die in der Nazi-Zeit gelebt hätten? Das soll man sehen. Und dann ist auch interessant, man muss auch auf die Widersprüche aufmerksam machen, die eine solche Diktatur eigentlich in sich hat. Ich hatte ja die Gelegenheit in meinen jungen Jahren mit dem Vater von Herrn Gysi und dem späteren Kulturminister Alexander Apusch in der sowjetischen Besatzungszone zu diskutieren. Ich als junger Spund, der gerade in die Politik eingestiegen ist und noch gar nicht so viel verstanden hatte und mit diesen prominenten Kommunisten. Und ich habe damals festgestellt, die vertraten damals Positionen, die sie selber einige Monate später revidieren mussten, weil das war dann Revisionismus. Da hat irgendwo ein Ideologe in Moskau eine neue Linie verkündet in Bezug auf moderne Kunst oder klassische Kunst. Und dann mussten diese Leute, die ja zum Teil in westlicher Emigration gewesen waren und zum Beispiel also Expressionismus und moderne Kunst hochgehalten haben, die mussten sich dann plötzlich umorientieren und mussten sagen, der sozialistische Realismus, das ist die richtige Kunst. Und alles andere ist also sozusagen ähnlich wie bei den Nazis entartet. Später hat sich dann die DDR allerdings in der Kunstpolitik auch wieder geändert. Also die haben Wenden oder ständig ihre Ideologie so verändert, auch in der Einstellung zum Beispiel zu Preußen. Erst war Preußen was ganz Schlimmes. Und zum Schluss entwickeln sie in Berlin einen preußischen Nationalismus. Von der Volksarmee angefangen bis Sanssouci. Also ich würde auch sagen, dass Zeitzeugen eben, das ist ja der große Vorteil gegenüber anderen Epochen, dass man die eben noch hat. Und am günstigsten finde ich immer oder am besten, wie eben in diesem erwähnten Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen und in der Gedenkstätte, wenn wo eben Zeitzeugen auch führen durch die Gedenkstätte, also durch das Stasi-Gefängnis. Das finde ich eigentlich ein sehr gutes Konzept. Ne? Man kann die da direkt befragen, ist ein bisschen aufgelockert, nicht nur ein Vortrag, sondern man kann sich dort auch umtun. Also das ist sicher etwas, was man auch fördern sollte oder einen Blick drauf haben sollte bei einer Exkursion eben mit Schulklassen
oder mit sonstigen interessierten Bürgern oder eben auch Studenten. Was ich jetzt auch nochmal ansprechen wollte, wo natürlich ganz starke Schiedsbilder vermittelt werden, ist eben einfach heutzutage nicht mehr über das klassische Fernsehen, sondern über Serien, ne? Netflix-Serien oder andere Amazon Prime-Serien oder Sky oder wo auch immer die laufen. Das ist eben das, was die meine Studenten, die gucken nicht mehr analog Fernsehen, ne? Die gucken eben Serien. Und da ist das Bild eben unterschiedlich. Also es gibt ja dieses Deutschland 1983, 86 und so weiter, was man abrufen kann. Das fand ich jetzt eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ne? Klar, hat man als Historiker hat man natürlich immer tausend Sachen, die stimmen, die einem nicht passen oder dies und das. Aber insgesamt für solche Serien fand ich das eigentlich, da die DDR ganz gut geschildert. Wir haben natürlich das Leben der anderen und solche Filme, ne, die eben auch eigentlich ganz gut Inhalte transportieren. Und wenn dann zusätzlich noch der eine oder die andere dann auch nochmal ein Buch in die Hand nehmen, entweder von Zeitzeugen oder auch von Historikern, dann sind wir noch auf einem ganz guten Weg. Ja, dann sind wir auch mit diesen Fragen soweit durch. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen mehr. Deswegen hätte ich noch eine letzte Abschlussfrage an Sie beide. Wir haben ja, wie gesagt, heute das Jubiläum 30 Jahre Deutsche Einheit. Was hat das für Sie eigentlich bedeutet, beziehungsweise wie haben Sie diesen Tag heute wahrgenommen? Soll ich diesmal anfangen? Dann hat Herr Rösler das Schlusswort. Also ich muss sagen, es ist ein bisschen traurig, das ist natürlich auch zum Teil Corona und den Auflagen geschuldet, dass doch relativ wenig irgendwie so passiert. Ne? Also in Würzburg war ich in einem katholischen Gottesdienst, der wurde explizit als Dankgottesdienst gehalten für die friedliche Wiedervereinigung. Man muss mal sagen, im Gegensatz zu der Einigung 1870-71, friedlich mit allen Nachbarn im guten Benehmen, auch wenn es schwierige Verhandlungen waren, ohne Krieg, ohne eine wirklich blutige Szenario auf den Straßen. Da können wir Deutschen eigentlich auch mal dankbar und zufrieden sein. Und das, finde ich, wird etwas zu wenig rübergebracht. Richtig fassungslos war ich, als ich gelesen habe, dass im Sächsischen Landtag der Bürgerrechtler Arnold Fahrts boykottiert wurde von der Linkspartei, den Grünen und der SPD, der für die CDU dort gesprochen hat. Das ist für mich also ein Verhalten, was dem Tag vollkommen unangemessen ist. Ansonsten, wir neigen sehr stark eben zur Kritik und zum Jammern. Also für diese 30 Jahre, also für das, was vor 30 Jahren geschehen ist, dass wir eben eine Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit hatten, sollten wir eigentlich auch mal dankbar sein und darauf anstoßen. Ja, ich stimme mit meinem Professor voll überein. Ich bin sowieso begeistert, wie er sich heute hier geäußert hat, weil es gibt ja auch Professoren, die also aus einer ganz anderen Ecke heraus argumentieren. Und ich bin dankbar für diese Einheit, weil ich das Gefühl habe, emotional, dass eigentlich die neuen Bundesländer für mich eigentlich das richtige Deutschland darstellen. Irgendwie auch dadurch, dass die Bausubstanz wieder in Ordnung gekommen ist und nicht total verfallen ist, während in Westdeutschland teilweise die Städte willkürlich zerstört wurden durch eine unschöne moderne Architektur. Es gibt auch schöne moderne Architektur, wie zum Beispiel das Bauhaus, aber ich liebe auch die Menschen in den neuen Bundesländern, habe viele Freunde drüben und ich finde, dass die sozusagen als Antwort und Reaktion, Gegenreaktion auf die Diktatur eine andere Mitmenschlichkeit entwickelt haben. Die waren zwar vorsichtig, auch meine Verwandten in der Tschechoslowakei, wenn ich die besucht hatte, habe sie eingeladen in irgendein Lokal. Dann haben die gesagt, nein, bleiben wir lieber zu Hause, dann können wir uns offen unterhalten, in dem Lokal können wir das nicht. Insofern waren natürlich die Menschen in der DDR vorsichtig, aber sie waren untereinander solidarischer, hilfsbereiter und das schlägt sich bis heute nieder. Ich erlebe das immer wieder, wenn meine Frau und ich rüberfahren. Es ist für mich fast ein besseres Teil Deutschlands. Aber das ist natürlich subjektiv.
Ja, wow, das waren spannende Eindrücke, auch nochmal zum Schluss von Ihnen. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei Herrn Rösler natürlich und bei Herrn Professor Hörres für diese Beiträge und auch für die spannende Diskussion. Auch Ihnen, liebe Teilnehmer, danke fürs Interesse, danke auch für die Diskussionsbeiträge. Ich hoffe, es war für alle ein interessanter, spannender Abend und wir können das ein oder andere mitnehmen. Ich für meinen Teil kann auf jeden Fall viele Anregungen auch in die Landespolitik mitnehmen. Wir werden genau hinschauen, wenn jetzt die Lehrpläne auch überarbeitet werden, ob da die richtigen Schwerpunkte gesetzt werden. Vielleicht tauschen wir uns da auch nochmal aus, Herr Professor Hörres. Ich bin da guter Dinge, dass wir dann auch den jungen Menschen die richtigen Themen, die richtigen Schwerpunkte, den Grundgedanken der Freiheit und auch der Menschenwürde weiter gestärkt im Lehrplan mitgeben können. Und in diesem Sinne wünsche ich noch allerseits einen schönen Abend.